Hallo Leute, willkommen bei meinem neuen Rouge-Video, mal wieder mit meinem, naja, etwas schlechterem Headset. Aber, ja, ist ja egal. Ich kann sowieso, also momentan ist Freitag, das Video wird wahrscheinlich erst Samstagmittag hochgeladen sein. Ne, Samstag, Sonntag keine Videos machen, vielleicht Sonntagabend, aber ich denke eher weniger. Montag kommt dann mein Headset, also da kann ich dann wieder ein Video machen im besseren Headset. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich würde ja gerne Outtakes reinhängen, aber diesmal hat das Gott sei Dank beim ersten Mal funktioniert. Ja, und ich würde sagen, wir fangen in Frankreich an und ja. Los. Ja. Ich bin dann mal still. Was ist nur los, Kate? Viele Männer sind tot. Und wir sind immer noch nicht näher an Rom. Das ist nicht deine Schuld, Joe. Auch ein Brigadier General kann nicht alles entscheiden. Ja, aber Eisenhower macht eine neue Front auf. Und ich will nicht hier in Italien versauern, während die anderen den Krieg gewinnen. Das war verdammt gute Arbeit, General. Der Kongress und das Kriegsministerium respektieren Sie. Das ist sehr aufbauend. Nennen Sie mich ab jetzt Joe. Im Ernst. Ich habe Ihnen dort von dir berichtet. Ein Anführer mit Mut, der weiß, wie man das Beste aus seinen Truppen herausholt. Ich will einfach nur alles tun, um zu gewinnen, Kate. Ja, das weiß ich. Und genau deshalb brauchen wir solche Offiziere wie dich. Zum Glück gibt's wenigstens eine Person, die so denkt wie ich. Keine Sorge, Joe. Das ist der richtige Weg. Und wenn der Plan aufgeht, sehen wir uns vielleicht bald in London. An diesem Strand werden Ihre Divisionen landen, Joe. Sie müssen ihn gegen alle Widerstände einnehmen und halten. Keine Sorge, selbst der Teufel könnte mich jetzt nicht mehr aufhalten. Das weiß ich. Aber selbst im günstigsten Fall gibt es schwere Verluste. Das wird kein Spaziergang werden, ganz und gar nicht. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Andrew. Und das fordert nun einmal Opfer. Das ist mir schon klar. Aber es geht um Europa und nicht um persönlichen Ruhm. Aber das eine schließt das andere nicht aus. General, Sie klingen mehr und mehr wie Weatherby. General, die erste Welle ist am Strand. Verflucht! Dieses MG-Nest massakriert uns. Wir müssen es umgehen. Die MGs sind nicht das Hauptproblem. Wir müssen die 288er-Batterien ausschalten, um einen Brückenkopf zu sichern. So. Ich sagen, ja, General, wir haben uns irgendwie ein Arschloch entwickelt. General, aber jetzt müssen wir erstmal diese Gegner hier ausschalten. Was ist dann mit können wir Nachschub anfordern. Je schneller wir aus der Falle raus sind, desto weniger Verluste gibt es. So rennen die da hin. Ist irgendwie ziemlich selten dämlich. Was macht denn ihr hier? Okay, mal sehen. Was habe ich noch? 8 Einheiten, die Hälfte ist draufgegangen, aber mal ganz ehrlich, man hätte die nur hier und hier landen lassen sollen und nicht sonst wo überall. Oh oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Die erste Batterie wurde neutralisiert. Ausgezeichnet, das wird unsere Verluste reduzieren. Ich krieg noch Nachschub, okay. Jo, ganz schnell da weg und du ganz schnell darüber. Wer lässt sie denn hier landen, jetzt mal ernsthaft? Ich finde das nett, so ein endlich Infanterie, also. So, wir haben die zweite Batterie zerstört.
Ich würde sagen, die stürmen meinen Wald, weil... Glückwunsch, General Sherry. Der Brückenkopf ist groß genug. Die Pioniere können nun ein provisorisches Hauptquartier errichten. Sir, wir haben ein Bombergeschwader, das sich Utah Beach nähert. Sehr gut. Sie sollen dort alles erledigen, was sich bewegt. Alter, ich erst mal dieses Ingenisch. Das regt mich nämlich ziemlich hart auf. Bunker zerstört, Sir. Danke. Die Einnahme mit der Infanterie hätte große Verluste gefordert. Sir, die Bomber müssen zurück nach England. Schlechtes Wetter. Gute Arbeit, Joe. Gönnen Sie sich eine kurze Pause, während die Pioniere das Hauptquartier errichten. Luftlandeeinheiten wurden hier, in Saint-Côme und in Saint-Mère-Église abgesetzt. Oh mein Gott. Das ist eine wichtige Verteidigungslinie, aber sie werden nicht ewig durchhalten. Und jetzt bereitet auch noch die 709. einen Gegenangriff vor. Was wissen wir über sie? Es ist eine mit erbeuteten französischen Panzern verstärkte Infanteriedivision. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Die Deutschen werden sicherlich zurück. Ich habe gerade eben $100 verloren. So, jetzt sagen die Stimme mal in den Wald hier, die hier in das... Feindliche Infanterie im Anmarsch, Sir! Okay, es sind viel zu viele. Also mal sehen, 6 Stück darüber. Boah, reg mich nicht auf. Also 7 darüber. Von denen hier können wir noch 2 nehmen und 2. Naja, 3 tun es auch und darüber schicken. Und. Komm, die 3 braucht man in dem Fall nicht, schicken wir darüber. Und jetzt haben wir noch den Blitzlicht rein, dann geht die ganze Sache noch ein bisschen schneller. Und jetzt stellt man hier ein kleines MG-Nest auf und dann gehen die Gegner eh aufs Mal. So, dann baue ich jetzt noch eine Kaserne. Für Aufklärer, ist immer ganz wichtig. Ja. Genau wegen solchen Dingen sind die ganz wichtig. So, wir brennen die jetzt einfach mal. General, wir haben einen versprengten Fallschirmjäger. Vielleicht gibt es noch mehr. So, so das MG-Nash ist fertig, die Gegner sind in der Nähe. Leider schon fast zu nah, ich weiß nicht, dass die ihre Panzerfäuste rausholen. Aber naja. So, wir haben schwere Verluste am Omaha Beach. Erste und zweite Welle hängen fest. Der Strand ist nicht gesichert. Oh, der Strand ist gesichert. Wie lange muss ich das Ding eigentlich verteidigen? Sir, die Deutschen bereiten eine neue Panzeroffensive vor. Dann brauchen Sie mindestens eine Panzerabwehrstellung, Joe. Gern doch. Wenn ihr mich nicht immer davon abhalten würdet, irgendwelches Zeug auszuwählen, wäre das Ganze kein Problem. Ach, wenn wir schon dabei sind. General, die Luftlandeeinheiten brauchen Hilfe. Die Jungs halten nicht mehr lange durch. Aber Vorsicht in den Wäldern. Die Aufklärer haben Infanterie- und Panzerabwehrstellungen gemeldet. Ach, das sind wir gleich. Mit einer Aufklärungseinheit haben die Panzerabwehrgeschütze viel größere Reichweite. Ich schicke ja schon eins. Sir, Rendezvous mit der 82. bestätigt. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Panzerabwehrgeschütz. Nett. Was ist das? Vielleicht ist es im Ginesh. Lol. Oh, die kommen auch von links, die Infanteristen. Okay, dann würde ich. Entschuldigung. Oh, scheiße, ist natürlich jetzt richtig kacke. Ich hab nicht damit gerechnet, scheiße. Das ist natürlich richtig kacke. Okay, irgendwie.
Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellen. So, schicken wir die da rein, um Hinterhalt vorzubereiten. Einheit unter Beschuss. Okay, sie haben mich gesehen, glaube ich. Scheiße. Sehr gut. Die vierte Division kommt bald zur Verstärkung. Und sie haben Panzer dabei. Hoffentlich. Ich krieg jetzt ziemlich hart aufs Maul. Muss jetzt einfach mal so zugeben. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Das sind jetzt die mittelschweren Missionen. Dann gibt es noch die richtig schweren. Ich glaube, die sind richtig schwer. So, ihr müsst alle in den Wald, schneller Leute. Am besten auf die Hälfte vom Wald. Torpanzerbeere geschützt. Nur der Aufklärer, der sollte irgendwie hier bleiben. Ja, muss ich später noch. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich das mal auf, aber ja schon ein Headset wie besser ist. Das Roleplay, das ist auch ziemlich geil. Sir, ein neuer Bericht von den Aufklärern. Zeigen Sie her. Verdammt. Joe, wir haben ein Problem. Schwere Artillerie beim Château de Brécourt. Wir müssen sie ausschalten. Sie dürfen ihr Hauptquartier nicht unter Feuer nehmen. General, die Pioniere haben die Panzersperren an den Stränden geräumt. Jetzt können wir endlich die Panzer einsetzen. Einheit unter Beschuss. Einheit meldet Feindkontakt. Scheiße. Diese MG-Nester machen uns echte Schwierigkeiten. Ach nee. Da kommst du aber schnell. General, dieser Bunker wird ihre Leute ausradieren. Warten Sie auf die Panzer der vierten Division. Wie jetzt? Soll ich jetzt auf meinen Hauptquartier warten? Die Welle hat Omaha Beach gesichert. Verbündete rücken ins Inland vor. Wir treffen auf sie in Carentan. Oh, ich sehe schon wieder Carentan. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Haben die da irgendwo eine Aufklärung oder was? Sir, der 101. geht die Munition aus. Wir müssen sie sofort unterstützen, sonst sind sie erledigt. Einheit meldet Verluste. So. Wir haben eine Feststellung verloren. Bis Angriff ist Sektor begonnen. Unsere Einheit wurde ausgeradiert. Ah, cool, ich kann was Abwehrbasen bauen. Ah, und Panzerbasen, ja. Das hättet ihr mir irgendwie vorher sagen sollen, aber okay. So. Lagebericht! Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. So, und das ist jetzt so voll das Selbstmordkommando. Nebenbei könnt ihr ja noch die Dinger hier vernichten. Es ist ja unmöglich, dass alle fliehen. So, irgendwie fehlt denen hier noch die Blitzlöschung. Sehr gut. Jetzt herrscht endlich etwas Ruhe. Was haben die Deutschen denn jetzt vor? Die 709. und eine Panzereinheit bedrängen uns im Norden. Was? Ich bin noch, da immer noch nicht fertig. Die 91. Luftlandedivision wird wahrscheinlich über Carentan angreifen. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben Carentan noch nicht eingenommen? Die 29. Division traf auf schweren Widerstand. Sie verlassen gerade Omaha Beach. Was ist denn da los? Wer hat da das Kommando? Ihr alter Freund, Weatherby. Oh, verdammt. Das war eigentlich klar. Wie ich den Typ Sie müssen hasse. Unbedingt durchhalten, bis er eintrifft. Ich sollte mir keine Spielfiguren hassen, aber ich hasse ihn trotzdem. Also gut, Leute. Bereit machen und eingraben. Sie dürfen nicht an den Strand gelangen. Ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal hier
die Dinge hier auslöschen. Sir, falls nötig, können wir unsere Lee-Panzer gegen diese neuen Shermans tauschen. So, und das soll jetzt, wenn möglich, etwas schneller gehen. In der Nähe gibt es Nachschubdepots. Wir sollten uns bei den Deutschen bedienen. So. Die schicken wir dahin, die schicken wir dahin, die schicken wir dahin. Noch ein paar schicken wir dahin, noch ein paar da rein. Noch ein paar mehr da rein und ihr übernehmt jetzt die da. Was ist da los? Das sind Brücken, sagt es doch gleich. Okay, wenn wir die Brücken halten, dann wird das Ganze natürlich um einiges einfacher. So, die Idee, Sir, wir haben Kontakt mit der 101. Gerade rechtzeitig. Die Fallschirmjäger brauchen jetzt dringend Essen, Ruhe und Munition. Okay, das war jetzt irgendwie leicht Fail aufgeteilt. So, jetzt. Okay, was ich jetzt unbedingt brauche, sind hier Panzerabwehrgeschütze. Und hier natürlich. Und einen Schirm kann man mal benutzen, um. Oh, schon sieht das Block aus. Ach, sie kommt schon. Scheiß auf die Infanterie. Die brauchen wir mal keine. So, los, 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 los. Irgendeine wird es ausschalten können, oder? Oh mein Gott! Okay, 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 das war ziemlich kacke. Okay, das war jetzt richtig scheiße. Nein, es gibt einen Nachschub aus. Halt euch mal. An alle Einheiten im Sektor. Blitzangriff steht zur Verfügung. Blitzangriff in diesem Sektor begonnen. Die Einheit steckt in einem Hinterhalt. Oh, Scheiße. Wie ist das Hasse? Wo ist denn der Aufklärer schon drin? Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Feindlicher Vorstoß aus Westen, Sir. Sie haben leichte S-35-Panzer, die Sie von den Franzosen haben. Einheit unter Beschuss. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Einheit her für den Feind. So. Jawohl, Einheit wird an Zielort verlegt. We got him good that time, Sir. Feindliche Einheiten aus Corentin. Wo zum Teufel ist Weatherby? So lang. Oh mein Gott. Hier Hannibal. Wir rücken von Omaha Beach auf Corentin vor. Zur Eroberung der Stadt benötige ich mehr Unterstützung. Ich brauche mehr Truppen und Unterstützung durch Schiffsartillerie. Over. Will der mich verarscht? Der hat jetzt schon zweimal so viel Truppen wie ich und nur halb so viel Gegner. Erfahrungsgemäß greifen die Gegner auch da unten an. General, feindliche Panzer kommen aus dem Norden. Einheitenerstellung läuft. Das Schnorren? Auch nicht schlecht. Also, Panzerabwehr, zwei Panzer, das muss reichen. Ach Mann, ich wollte die Dinger ja noch bauen. Komm, ein Panzer reicht auch. Soll ich die Stadt so aus dem halten? Ja. Sagen noch Panzerabwehr hier. Ja. Ist hier irgendwo ein Aufklärer? Nein, war ja klar. Aufklärer da rein. Blitz da drauf. Nicht zur Panzerabwehr, aber ist ja egal. Hab ich irgendwie Artillerie? Nee, schade.
Baufahrzeug wurde zerstört. Was? Nein! So ein Ding ist scheiße teurer. Jawohl, das, an das da oben habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, komm. Scheiß auf die zwei Einheiten. So. Ich brauche mehr Infanterie. Ich brauche allgemein mehr Nachschub. Deutsche Bombardements. Sie dürfen unsere Stellungen nicht ausschalten. Scheiße, tun sie aber. Endlich. Die Greyhound-Aufklärungspanzer sind da. Sie werden sich um die verdammte Artillerie kümmern. Ach, ich kann damit auch so ganz gut. Okay, ich sehe jetzt schon, ich krieg aufs Maul. Feindliche Artillerie fegt uns vom Strand, Sir. Wo denn? Das ist nur unsere Artillerie. Ich sollte das Zeug nicht bauen, ich brauche Nachschub. Keine Blitzangriffe mehr möglich. Da stehen ja schon zwei. Ich würde sagen, Einstellung mal nach oben hin. Hier. Das ist dasselbe. Den anderen hier. Und den da hier. Dann stellen wir mal weiter da ran, aber. Den können wir auch nicht einstellen, für das ganze Abwehrgeschütz da. Wir sollen jetzt dran denken. Ich brauche Nachschub. Nicht Panzer. Panzer habe ich momentan genug. Das da ist sozusagen die zweite Rückzugslinie, weil ich weiß echt nicht, ob ich das 10 Minuten lang halten kann. Also mal wirklich richtig angreifen. Wie schnell am Arsch, als ich gucken kann. Deutscher Vorstoß aus Valonje mit schweren Panzern. Aber die kenne ich nicht. Sind das französische? Das sind B1-Panzer, die sie 1940 von den Franzosen erobert haben. Nicht gerade modern, aber sehr robust. Die Deutschen starten einen Gegenangriff im gesamten Gebiet. Auch geil, ich kann ihn mal angreifen. Wieso kann ich den nicht angreifen? Achso, das so. Geil, ich kann erst Einheiten angreifen, wenn sie über den Fluss drüber sind. Zurückziehen. Das ist natürlich richtig scheiße, dass ich die nicht angreifen kann. Ja, den nutze ich jetzt einfach mal als Ersatz für das von leichten Panzern. Jetzt aber drauf damit. Entschuldigung. Das kriegt doch endlich mal aus dem Auge. So, da steht ein Abwehrgeschütz. Das kann. Ich würde sagen, wir ziehen das bis hierher zurück. So. Jetzt kommen sie noch nicht durch, aber ich habe klar. Sheridan, aus Richtung Carentan nähern sich uns deutsche Elite-Fallschirmjäger. Ich hasse das Wort Deutsch und Elite in dieser Kampagne. Okay, die KI wird intelligenter. Ich müsste da noch ein Panzerabwehrgeschütz sein. Die Einheit ist unter schwerem Beschuss.
natürlich jetzt den Abschub, ja, Gott sei Dank. Sollte die Front hier mal irgendwie weiter vorziehen. Damit die auch geschützt sind. Okay, zum Glück habe ich hier so den Greyhound-Aufklärer, der ist ziemlich special gegen Art drüber, weil die Artillerie kann nicht fliehen und kann ihm an sich wenig anhören. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich demnächst 40 habe. Kann ich das Ding hier einnehmen? Ach scheiß drauf, ich brauche hier diese Panzerabwehr. Das rutscht da vor. Scheiße. Jetzt her. Sein beschickendes Ding ist in den Rücken rein. So Manöver brauchen wir allzu oft Blitz. Okay, jetzt brauchen wir die meinen Wald hier rein. Ganz, ganz sind, oh, hoffentlich. Jetzt denke ich, sieht's gut. General, aus, die Fallschirmjäger wurden gerettet. Wie lange noch? 4 Minuten. Also wird's hart. Also wird's echt hart. Ich brauche das Panzerabwehrgeschütz. Ich brauche ein Panzerabwehrgeschütze. Okay, nur noch eins. Immer nur eins bauen. Hier eins. Hier eins. Ganz wichtig hier eins. Ich würde sagen, sicher ist sicher, da sehe ich ziemlich viel Infanterie. Deswegen warten wir kurz. Okay, es könnte. Okay, ich kriege keinen Nachschub mehr. Auch nice. Okay, so. Okay, den muss ich dann halt später bauen. So, ich muss diese Front sowieso hier weiter hier entlang verschieben. Am liebsten, aber kommt es da schon gut mit. Hier steht ja auch noch eine Einheit, da passt es. Okay, langsam wird so ein Nachschub knapp. Ich habe zwar noch Einheiten, aber. Boah, weg, 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 weg. Meldung, Einheit steht unter anhaltendem Beschuss. Keine Blitzangriffe mehr möglich. Schicken wir die hier mal vor und hoffen einfach mal, dass die. Was ist denn das? Oh, ein Tier, das war so klar. Hat sogar gegen Panzerabwehr einen hinten Schuss. Nicht gegen drei Stück. Oh, ich sehe eine Infanterie-Offensive. Stellen wir einfach den hier auf, dann passt das. Oh, Scheiße. Durchhalten, Joe. Die Navy gibt uns bald jede Menge Feuerunterstützung. Ja, hoffe ich mal. Bin jetzt ziemlich im Arsch. Hat er schon Einheiten zerstört ohne Ende, aber. Artillerie, oh nein! Wie ich sie hasse. So. Neuer Befehl! Feuer auf Ziel eröffnen! Wir haben eine Trennstellung verloren! Jawohl! An alle Einheiten im Sektor! Die Einheit jetzt! Fuck! Okay. Keine Panik! So. Jawohl! Starten die Einheitenerstellung! Okay, doch Panik. Scheiße, ich hab noch ein kleines Panzer draufsetzen. Vor allem hab ich ja noch ein Pistole. Passt schon. Meldung, Einheit steht unter anhaltendem Beschuss.
geht denn der Siegfried Blockhaus Bunker da? Fuck, okay, ich würde jetzt einfach nur sagen, wir nehmen einen ewig langen Umweg. Ich denke, wir nehmen halt hier. Okay, ich glaube, selbst wenn die hier jetzt durchbrechen würden und hier durchbrechen würden, dann würden es denen nicht mehr reichen. Also ich denke mal, damit wäre die Sache so gut wie erledigt. Wir haben noch Angst vor der beschissenen Artillerie und dem scheiß Blockhaus. Das war Blockhaus. Ja. Es wird laut. Wir bekommen Unterstützung durch Schiffsartillerie. Super, jetzt sollte sich bloß noch was treffen. Gut sagen, wenn ich hier einfach einen MG-Nest aufstelle, dann ist das gesichert. Haben sie es doch da drüben noch rüber geschafft, scheiße. Navy wird uns noch einmal unterstützen. Endlich. Sie ziehen sich zurück. Scheinobjekte. Oh, Gott sei Dank. Also, ich würde mal sagen, das war jetzt eine extrem lange, aber ziemlich spannende Mission. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, ciao Leute.